weiß, wir halten da ein bisschen den Betrieb auf. Also so eine Drohne ist halt was Feines. Ja, es ist drüben wie üben. Ist es schwierig, oder? Schaffen wir aber, oder? Wir müssten, im Grunde ist es uns egal, ob wir nach Süden oder Norden rausgehen. Probieren wir mal, ob der Platz uns hier reicht. Wenn wir gleich richtig schön beschleunigen. Aber da drüben ist aus, die Maus, ne? Also, denn wir es, ne, ihr wisst, da ist hier aus, die Maus. Na gut. Überredet, ne? Sag ich mal. Überredet. Dürfen wir eigentlich hier Radio hören oder sowas? Beim Fliegen? Machen wir ein andermal, ne? Machen wir wie beim LKW, machen wir einen Radiosender mal rein. So, aber heute eher nicht. Ich muss mich jetzt hoch konzentrieren. So, los geht's. Ich mach gleich ein bisschen wie beim LKW. Hole ich aus. Ich weiß ja nicht, inwieweit der Nee, der kommt nicht. Der kommt nicht. Der kommt nicht. Der kommt nicht. Wir werden sterben. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Wir werden so sterben. Nee, der, wenn der einmal auf Tour ist, der kann keine. Der kann einfach keine einfachen Kurven. Dann müssen wir es ein bisschen anders machen. Dann stellen wir die andere Seite raus. Na? Starten wir Richtung Norden? Warte, ich weiß noch nicht. Muss ich mal unten drauf schauen, dann auf unser. Seht ihr, wenn. Aber das ist echt nach. Da müssen wir uns nach. Weil der macht volle Kanne dann. Okay, jetzt aber. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem guten Weg. So, ich starte. So, wir sind jetzt Richtung. Ne, wir gehen doch Richtung Süden dort raus. Okay. Huch, das war ein bisschen zu hoch gerissen. Pilot from dispatch. Fly safe. Tower bitte. Starten ankündigen. Yeah. Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr dran gedacht. Wir einen Sonnenaufgang. So, wir müssen jetzt mal schauen. Display Map. I'll bring the map up. So, wir müssen Richtung Westen, ne? Wir schauen dann auf unserem Flugpfad. Ach so, ja, da, das ist doch ein gutes, hier, das ist doch eine gute Orientierung hier, die Windmühlen, also die Windkraftwerke. Wir sind auf, wir gehen erstmal rauf. Bremen Approach Cessna 2000, Alpha Sierra, ne? X-Ray Golf Sierra is type Cessna 152.2 miles south of Echo Delta Uniform, Whiskey 400 feet. Request flight following. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Bremen Approach. Squawk 0513. Squawk 0513 Cessna X-Ray Golf Sierra. Cessna X-Ray Golf Sierra radar contact 2 miles southwest of Echo Delta Uniform Whiskey 800 feet. Altimeter 30.18. Display map. Roger Cessna X-Ray Golf Sierra. Map opening. Ich denke, von der Lautstärke her passt es so. Oh, es ist toll. Es ist so toll.
Ich weiß noch nicht, also hier ist natürlich noch nicht viel los, wie denn das ist mit dem Verkehr, mit dem Flugverkehr, wenn wir an eine größere Stadt dann kommen und auf die Flughäfen dann drauf. Das könnte eine klitzekleine Herausforderung sein. So, ich switch mal um und schau mal, ob wir auf dem richtigen Flugpfad sind oder nicht. Ich steige dabei noch ein bisschen in die Höhe. Ja, wir kommen gut. Wir kommen jetzt genau über Demmin. Da schauen wir gleich nochmal runter. Und ein bisschen rechts, aber nicht viel rechts halten, ne? Good day. Jetzt gerade wieder ein... Cessna X-Ray Golf Sierra Contact Berlin Center on 125.8. Good day. Da ist sie nicht viel. 125.8 Diamond Whiskey Uniform Yankee. Seht ihr Demmin? 125.8 Cessna X-Ray Golf Sierra. Da vorne kommt es, ne? Berlin das Center Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 1200 feet. Cessna Zulu Victor Quebec, you are 100 feet below your assigned altitude. Alles nichts. Hat alles nichts mit uns zu tun. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Berlin. Aber das hier. Also mit uns sind sie zufrieden. Noch. Noch. Ich halte mich auf den Punkt hier vorne. Keine Ahnung. Hier unten, das muss Demmin sein. Ist auch eine ganz schöne Stadt eigentlich, ehrlich zu sein. Cessna Uniform Yankee Yankee Traffic is 4 o'clock per mile at 6,100 feet Diamond DA62. Report them in sight. Diamond Whiskey Uniform Yankee Traffic is 10 o'clock per mile at 4,000 feet Cessna Skyhawk. Das ist so. Report them in sight. Ich liebe es gerade. Es ist wunderschön. Also wir sind am Limit, ne? Also ich habe Uniform Yankee Yankee Traffic in sight. Ich habe auf einiges auf Ultra, manches auf Hoch. Und ich merke, man ist so am Limit. Also es ist kurz vorm Ruckeln. Aber es ist noch schön spielbar. So mal außerhalb unseres Frachtunternehmens mit euch gequetscht. Ja, aber schön, oder? Ein Traum. Dann fliegen wir wieder über die Regnitz. Wenn irgendwas passiert, ein Flugzeug uns entgegenkommt oder was, oder ein, keine Ahnung, Vogel. Vögel fehlen hier ein bisschen. Im Flugsimulator 2024, das soll ja auch die Tiere ein bisschen... ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnen. Und soll halt insgesamt wieder schöner aussehen, aber den, ich sag's gleich, der wird, also, ich habe schon hier wirklich, bin ich am Anschlag meiner Leistung, also ich kann mir noch nicht mal im Entferntesten vorstellen, ich werde mir keinen neuen PC kaufen in den nächsten 5 Jahren mindestens. Nicht. Und was bis dahin denn ist, bin ich alt und schrummelig. Wer weiß. So, wir schauen nochmal auf unsere... ich schaue nochmal alleine auf meine Anzeige, ob wir richtig fliegen oder nicht. Zeigt uns gleich das Licht. Und ihr werdet wieder ein paar Impressionen bekommen. Ne? Heute ein paar Cloudy-Impressionen. Aber schön, wie so das Licht durch. Das haben sie, glaube ich, auch beim Neuen ist es noch ein bisschen, da sieht man so die Strahlen durchkommen, ne? Wie bei so einem ENB bei Skyrim oder so. Aber toll, oder? Wolken sind echt toll. Also die normalen Wolken, die standardmäßig drauf sind, die sind ein Witz. Wir werden sie auch sehen, ich werde sie euch mal zeigen. Aber die hier, ne? Toll, oder? So, 2000 ist in Ordnung.
So, ich bin dummerweise ein bisschen vom Kurs abgewichen. Das Blöde ist, denn ich glaube, wir kommen an dem Flughafen in der Ost-West-Ausrichtung an. Wir gehen auf 1000 Fuß runter. Und schauen wir die Lage an. Ne? Aber das war ja echt. Ne? Habt ihr die Sonne gesehen? Echt schön. So, jetzt schauen wir, dass wir ein bisschen westlich ist es noch nicht. Ne? Wir müssen, glaube ich, noch ein Stück weit runter. Ich glaube, der ist Ost-West ausgerichtet, der Flughafen. Zumindest in der Realität, wie er hier ist, müsste aber eigentlich auch sein, ne? Tower, bitte. So. Ledge Tower Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is 5 miles northeast 800 feet with whiskey to land. Was heißt es eigentlich, whiskey to land? Altimeter 30.181.09.6 at 16. Enter left traffic runway 9er. Make left downwind runway 9er Cessna X-ray Golf Sierra. Drüben blinkt es. Piste. Piste 9. Was soll denn das da drüben sein für ein Quatsch? Das ist der Tower, ne? Der mit uns spricht. Und das ist hier unser. Ich mach die Landeklappe noch nicht raus. So, denn komm nicht ganz gut. Ich mach die Landeklappen doch raus. Bin mir schlecht eingenordet. Schade. Brauchen Speed. Brauchen noch ein bisschen Speed. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Da sind sie hoch. Wir müssen durchstellen. Wir müssen durchstellen. Kommen wir von der anderen Seite nochmal. Das hat keinen Sinn hier. Viel zu wenig Landefläche. 6 an. Tower bitte. Tower bitte. Ich möchte nicht. Ledge Tower Cessna X-ray Golf Sierra. Cancel landing intention. Cessna X-ray Golf Sierra, your cancellation is received.
Berlin Center Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is type Cessna 1 miles west of ledge 200 feet. Request flight following. Wir gehen mal auf 800-900 Meter und machen dann nochmal einen neuen Anflug, ne? Maintain present heading and altitude report runway in sight. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Berlin Center. Squawk 7462. Nee, wir kommen Squawk noch mal. 7462, Cessna X-Ray Golf Sierra. Braucht euch gar nicht zurückzulegen. Cessna X-Ray Golf Sierra Radar Contact, 2 miles west of Lodge, 600 feet. Altimeter tree 0.18. Roger Cessna X-Ray Golf Sierra. Hier beim C drehen wir wieder um, ne? Maintain present heading in altitude Cessna Uniform Yankee Yankee. So. Wir können da ruhig noch ein bisschen höher. Cessna Uniform Yankee Yankee, I have the runway in sight. So. Cessna Uniform Yankee Yankee, you are 10 miles west of Echo Delta Charlie Golf. Maintain present heading in altitude. Zu schnell wahrscheinlich. Küstro haben wir schon. Nächstes Lager. Seht ihr es? Oder ist es so ein... Ah, hier, Entschuldigung. Tower bitte. Ah! Kann ich gleichzeitig. Ledge Tower Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is 2 miles west, 600 feet, with whiskey to land. 60. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Ledge Tower. Altimeter tree 0.18109 at 16. Achso, wir haben noch die Landeklappen an, deswegen. Wir haben uns so schöne Positionslichter hier gegeben. Schöne Positionslichter. Aber oh, wir haben Wind ohne Ende, deswegen. Oder? Kann es sein, dass wir einfach zu viel Wind hier haben? Dass wir so schlecht gerade sind? Ich glaube, um ehrlich zu sein, wir müssen nochmal abbrechen. Wir müssen nochmal durchstellen. Aber wir haben so viel Wind, der windet mich hin und her. Wir haben viel zu viel Speed drauf. Cessna X-Ray Golf Sierra, did you hear my last transmission? No. Was soll ich? Ich habe nicht zugehört. Warte, Tower bitte? Tower bitte? Was hat er gesagt? Wir stärken auf alle Fälle nochmal durch. Cessna X-Ray Golf Sierra, acknowledge last transmission. Nee, ich bestätige nichts. Ich breche ab. Geht es? Leider nicht. Cessna X-Ray Golf Sierra ATC Services terminated. Good day. Berlin Center Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf okay, Sierra. Okay, jetzt aber nochmal. Richtig. Miles east of ledge 100 feet. Jetzt noch mal richtig gut. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Berlin Center. Squawk 4255. Wir brauchen also eine Squawk 4255 Cessna X-Ray Golf Sierra. Wir brauchen also eine anständige Strecke. Wir dürfen nicht zu hoch sein. Ich denke mal, 500 Meter reicht tatsächlich. Der Wind geht ein bisschen mehr als gedacht. Display Map. Displaying Map.
Ja? Bis hier. Vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr Schiss gerade. Aber das letzte Mal sind wir echt, die letzten zwei Mal sind wir echt schön runtergekommen. Dabei ist aber auch klar und keinerlei Wind. So, bis da. Jetzt haben wir natürlich Sprit verbraucht ohne Ende. Ideal ist anders. Wir müssen eine Schleife eher nach rechts, also nach Süden hinführen. Wisst ihr das? Das ist der Fehler hier. Ich muss gleich schon eine Schleife nach Süden hin ausführen, damit wir hier gut rankommen. Display Map. Bringing that up now. Tower bitte. Ledge Tower Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is 2 miles east, 600 feet, with whiskey to land. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Ledge Tower. Altimeter tree 0.181096 at 16. Enter left downwind runway 9er. Make left traffic runway 9er Cessna X-ray Golf Sierra. Viel zu schnell für mich. Boah, ich werde hin und her geworfen. Das ist echt eine Landung. Der Wind haut mich hin und her. Wir müssen viel besser rankommen. Also im Dings ranzukommen, ist echt doof hoch 3. Hier jetzt zu landen, macht wenig Sinn, oder? Nee, dann kommen wir hinten, es ist zu kurz. Es ist einfach zu kurz. Es ist zu kurz. Ledge Tower Cessna X-ray Golf Sierra, cancel landing intention. Cessna X-ray Golf Sierra, your cancellation is received. So, pass auf, wir gehen jetzt rüber. Berlin Center Cessna Alpha Sierra. Machen eine große Platzrunde. Cessna 1521 miles west of Ledge, 100 feet. Request flight following. Wir kommen mit ungefähr 400 Meter rein. Das ist so mein Gedanke jetzt. Wie viel haben wir denn noch Sprit? Das reicht nicht. Cessna X-ray Golf Sierra. Cessna X-ray Golf Sierra radar contact 1 mile west of Lodge, 400 feet. Altimeter tree 0.18. Wir gehen dort bis zum See. Roger Cessna X-ray Golf Sierra. Und über den See. Also nach dem See, nachdem wir den See überquert haben, drehen wir uns rein. Und ich fordere gleich, wenn ich hinten am See bin, die Landeerlaubnis, damit ich, weil ich kann mich nicht gleichzeitig, ich bin nicht multitaskingfähig. Das scheint mir hier, das muss mir hier wahrscheinlich sein, denke ich. So 500 Meter, so 400, 500 Meter. Echo Delta Hotel, Berlin Center Altimeter, tree 0.18, continue. So, ich, Tower bitte. So, dann nochmal die ganze Chose. Ledge Tower Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra ein, ne? Is 3 miles west, 300 feet, with whiskey to land. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Ledge Tower. Altimeter tree 0.181096 at 16. Make straight in runway 9er. Cessna X-ray Golf Sierra wind 0.96 at 16. Clear to land runway 9er.
16 Knoten. Schaut hin. Fly straight and runway 9 or Cessna X-ray Golf Sierra. Sag mir mal die Flughafenrichtung. Ledge Tower Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. Cessna X-ray Golf Sierra Airport is 1 o'clock 3 miles. Sicht. Ich brauche echt Sicht. So, wir sind bei 300 Meter. Ich mache mal schon die Landeklappen raus. Wir werden das dann... Oh, falsche Richtung. Wir werden das dann... Wir sind bei 60, ist in Ordnung. So, jetzt aufgepasst, dass wir sie treffen. Mach die Landeklappen wieder raus, wieder weg. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen schneller werden. Ich meine, wir können noch ein bisschen runter. Da werden wir automatisch schneller. Komm, nicht ganz ideal. Wieso geht gerade mein Gas nicht? Jetzt geht's. Ist gefährlich. Ist gerade eine gefährliche Situation. Ist meine, sind meine Landeklappen noch draußen? Ist dumm Kopf. Vielleicht schaffen wir es trotzdem. Ist dumm Kopf. Ich hatte die Landeklappen nicht reingefahren. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Tower bitte. Ne, ein Pushback brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich weiß halt immer nicht, wo man hier hin muss. Die sagen es uns halt auch nicht. Wir gehen mal hier rein, oder? Was ist denn das hier? Wenn sie uns eine Idee geben würden, wo wir hin müssen. Da drüben ist das Flughafengebäude. Aber hier geht eine Linie rein. Wir fahren mal der Linie nach hier. Ich bin mal gespannt jetzt. Wie hat es aufgesessen? Boah, das war... Es ist ein bisschen eine längere Folge, aber... Pff, ja, schön irgendwie. War nicht ohne. So, wo geht's jetzt hin? Rechts oder links? Wir gehen natürlich links. Ganz logisch. Denn hier sind wir, glaube ich, sogar schon mal rausgekommen. Mal auf dem Flughafengebäude zu. Ja, die haben schwer zu kämpfen, auch wie viele Flughäfen zurzeit. Besonders nach der Corona-Pandemie hatten die echt zu kämpfen. Aber sieht so toll aus, oder? Wir haben auch ein bisschen ein herbstliches Feeling, oder? Was denkt ihr, wenn man das sich so anschaut? So, die Bäume sind auch ein bisschen braun, teilweise.
Das ist eine schöne schöne herbstliche Atmosphäre, finde ich gerade. Nett. Sollen wir schauen, wo wir da vorne hinkommen? Da weiß ich es natürlich nicht. Wo haben wir denn da gestanden das letzte Mal? Wo konnten wir sich denn da hinstellen? Hier? Wäre hier eine Idee rein? Nee, nicht wirklich. Da vorne steht schon ein Flugzeug, da können wir uns daneben stellen. Vielleicht. Können wir noch. Tower bitte? Tower bitte? Ne, ich kann nur Pushback anfordern. Von der Bodencrew hier. Mehr geht nicht. Ne, kann man nur hier. Das Schild sieht schon toll aus, ne? Auch das Gras und so. Wenn ich früher dran denke, ich hätte ja Strike Commander eine Zeit lang gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen, Strike Commander mit dieser Söldnereinheit. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. So, wir gehen dann hier irgendwo hin, ne? Also sie sagen uns halt nicht wo. Deswegen suchen wir uns ein Plätzchen. Hier hinten, würde ich mal behaupten. Nimm mal das letzte Plätzchen, was es gibt hier. Was haben wir denn da? Kennt ihr euch mit den Maschinen aus? Na, jetzt halt mal ein. Und jetzt habe ich wieder zu viel Gas gegeben. Okay. Ja, hier ist ein bisschen blöd eigentlich, ne? Na ja, gut. Komm, wir stellen uns jetzt hier hin. Machen wir kein großes Gemurmel mehr. Das ist natürlich keine gute Parkregion. Neben Parkplätzen. Bei den Autos. Okay. Oh! Bus. EasyJet. Bringt Passagiere oder macht denn der? Wollen wir nochmal einen Drohnenflug machen? Weil es gerade so irgendwie ein bisschen spannend ist hier. Wartet mal kurz. Kleiner Drohnenflug. Echt leid. Irgendwie hat sich die Drohnensteuerung verabschiedet. Ich habe nur die Außenperspektive euch anzubieten. Die funktioniert gerade gar nicht. Muss ich das nächste Mal einstellen. Ich möchte jetzt nicht noch 5 Stunden mich mit der... Manchmal sind die Einstellungen hier echt sehr merkwürdig. Ich hätte halt gerne noch den EasyJet, aber der ist schon wieder vor der Bus. Na gut. Aber schön, ne? Schöner kleiner Flughafen hier. So, jetzt müssen wir aber das Ding wieder ausmachen. Ihr wisst, das heißt, achso, das muss ich auch nochmal schauen, dass ich das auf meine Sprachsteuerung lege, ne, die Instrumenten. Das müssen wir alles so nach und nach machen. Deswegen, Parkbremse ist ja ein. Ich gehe mal aufs Instrument 1. Hier haben wir alles, was wir brauchen. Hier, die Parkbremse ist ein. Wir machen unsere Lichtchen aus. Zack. Wir... Unsere Zündung, ne? Stand by, Pilot. Cargo unloading. So, dann
Ledge ground Cessna Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra. Could you please send a fuel truck? Cessna Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, a fuel truck is on the road. Wait. So Co-Pilot. Unsere Co-Pilotin. What? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Öffne nicht das Fenster über 143 Knoten. Ist okay. Transporter from dispatch. The cargo was picked up by the customer. Your mission is completed. Ready for engine start. Dass der jetzt hier in Tankwagen kommt. Wir bleiben mal noch ein klitzekleines bisschen stehen. Ich gehe noch mal in die Außenperspektive. Ich glaube es noch nicht. Ihr tankt doch uns nichts auf, oder? Ein Tankwagen? Nee. So, mit diesem Bild verabschiede ich euch aus dem Flugzeug und gehe nochmal rein in unseren Laptop, ne? Da kommt kein Tankwagen. Das wird eine lange Folge. Ui. Ist überhaupt noch jemand dran von euch? Dann hebe er bitte jetzt den Finger und die Hand. Danke. Und ich danke vielmals. Tatsächlich, wir haben 12.375, aber wir haben ganz schön viel Sprit wahrscheinlich verbraucht. Und hier, konnten wir hier Sprit aufnehmen? Ich glaube nicht. In Neubrandenburg hätten wir es gekonnt. Wir haben ganz schön viel Sprit verbraucht. Deswegen, Tankwagen war gar nicht so schlecht, meine Freundin. Ich weiß noch nicht, ob das hier, weil das, ich habe es synchronisiert, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Mit der Synchronisation des Ganzen. So, wir schauen jetzt, ne? Wir sind gut runtergekommen. Haben wir wieder Glück gehabt. Es geht eigentlich. Das können wir noch lassen. Ich meine, okay. Ist schon ein bisschen viel, aber es geht. Ist in Ordnung. Ich habe mir jetzt mehr vorgestellt. Dann ist alles gut. Ja, dann sind wir noch im Geschäft. Schön. Die Hülle. Können wir noch nicht, ich möchte sie jetzt noch nicht reparieren. Es ist noch in Ordnung, sagen wir es mal so, ne? Es wäre schön, wenn wir es so bleiben würden. Ich habe gedacht, als wir es so aufgesetzt haben, dass es schlimmer war. Aber wir haben trotzdem ziemlich sachte aufgesetzt. Es war halt nicht unbedingt die Landebahn. Aber ich meine, die Cessna kann auch irgendwo in der Wiese landen, ne? Dann ist es genauso. Also, so schlimm war es am Ende doch nicht, wie ich mir das vorgestellt habe oder gedacht habe. Was haben wir das nächste Mal ein Angebot? Achso, das wissen wir wieder nicht. Aber wir schauen mal, nur mal als Gag. Aber wir brauchen eigentlich nicht zu schauen, aber ich schaue mal gerne nochmal. Nach Pino. Und? Schwerin-Parchim. Das wäre ein bisschen weiter. Na, vielleicht doch mal nach Schwerin-Runde. Ne? Wäre auch mal eine Idee, aber wir werden dann eine andere Route das nächste Mal bekommen. Ja, noch müssen wir hier uns mit Frachtrouten auseinandersetzen, bis wir ein neues Flugzeug haben. Und da schauen wir uns ein bisschen die Gegend hier an. Wäre halt schön, wenn wir nicht immer zu hin und her fliegen. Wisst ihr? Immer hin und her. Das wäre blöd. Wenn man auch mal was anderes sieht. Okay, ich sag ciao, ciao. Und ihr merkt, ich bin ein bisschen im Fieber, deswegen kommen am Anfang immer ein paar mehr Folgen und dann pendelt sich's wieder ein auf, ja, unregelmäßig, sag ich mal. Unregelmäßig, weil ich möchte ja auch ein bisschen den Euro-Truck oder wieder mal kurz den Train-Simulator in Anspruch nehmen. Ich sag derweil ciao, ciao, ciao. Übrigens ein kleiner Nachtrag. Es ist wirklich so, es synchronisiert sich gut. Sehr schön. Es ist, wie es hier ist, ne? So synchronisiert sich das. Super schön.